Noch schneller, alle, noch schneller auf. Und dann wird diese Übung kombiniert. Einmal als Sprint und dann als Hochsprung. Sprint, Hochsprung, Sprint, Hochsprung. Und jetzt Wechsel. Wechsel. Und Wechsel. Und. Bewegen nach vorne, nach vorne, noch mehr nach vorne. Ja, so ist gut, noch mehr nach vorne. Jetzt ziehen. Komm. Und jetzt vorne. Und vorne. Er muss noch mehr sein Gefühl haben, dass der hier Gulden produzieren kann. Mitziehen auch. Ziehen. Und etwas legen. Hier betonen und dann warten. Und man sollte jetzt von hier betonen aufsetzen und beim Aufsetzen jetzt muss ich nach vorne kommen. Dieses nach vorne sich ziehen, wenn das Bein hier vorne aufsetzt. Ja, jetzt muss ich bis hierher kommen und dann kommt erst der nächste Schritt. Die Bewegung des Beckens immer nach vorne. Und das merken Sie beim einigen, die langsam sich bewegen, die machen nur nach vorne und nicht nach hinten die Bewegung. Habt ihr mich verstanden auch, ja? Und jetzt in Slalom gleich. Die gleiche Übung in Slalom. Jeder Schritt, jeder Schritt. Lange Schritte. Aufregen, etwas schneller werden. Ja, mir begehrt es. Vertikale, Oberkörper, vertikale. Streckt euch. Strecken. Und jetzt hier. Und jetzt Skipping. Jawohl, jetzt kommt das. Na gut, Skipping jetzt. Ah, langes Skipping. Der erste hat es probiert. Ja, der auch. Gut. Hohes Skipping. Jetzt geht es. Lange Schritte, tap, tap, tap und lauf jetzt, weglaufen. Gut. Das ist jetzt eine ein bisschen länger. Das ist absolut typisch Hochsprung. Umgekehrt jetzt das andere Bein. Jetzt nur, wenn ihr hier an der Hürde seid, dann müsst ihr noch mehr hoch werden. Wenn ihr hier an dieser Hürde seid, noch größer machen. Und größer kann ich jetzt machen, wie ich bin. Jetzt groß machen. Jetzt groß machen. Groß.
gehen, Absprung, hopp. Und weiter, weiter, weiter und hopp. Ja. Oh nee, weet ik niet wat hij bedoelt. Ik heb gezegd, ze hebben zeer veel arbeid. Besser, besser. Spannung. Ja, die ersten zwei waren gut, die letzten zwei hast du keine Spannung gehabt. Hast du gemerkt? Ja. Da wird sie auch sofort Patella melden. Oder hat sie schon gemeldet? Hat sie gemeldet? Nein, noch nicht. Guck vielleicht noch nicht. Noch was? Dann ist alles überdehnt. Ist nicht kontrahiert, sondern passiv überdehnt. Und diese passive Überdehnung erlaubt keine neuromuskulären Eigenschaftsentwicklung. Also gruppiert euch, bleibt immer vertikale. Ja? Habt ihr Gruppierung verstanden? Immer nah an der Vertikale und in der Spannung. Hohe Spannung. Aber hier bis hierher. Und hier drin noch mehr. Noch mehr Spannung. Spannung, Spannung. Jawohl. Nach vorne springen. Nach vorne springen. Ich muss einen Schritt zurück. Schlecht. Und ich kann Ihnen nach dem heutigen Training sofort sagen, warum. Aber ich muss auch sehen. Gruppiere dich. Ganz, ganz still sein. Ganz still sein. Okay. Gestreckt. Ja, fast. Ausgewichen leicht. Probier es. Gestreckt. Ah, nicht. Habt ihr gesehen, wie der abspringt? Hier. Er springt nicht hier raus, er springt nicht mit dem Gluteus, sondern er versucht nur hier irgendwie was zu tun. Und sein Körperschwerpunkt ist hinten. Und hier, es ist auch ein kleiner Trick. Hier dürfen die nicht klein sein. Hier müssen die von oben kommen. Ja? Die müssen groß sein, vor der Hürde. Nicht klein. Hier anspringen, die Hürde. Merkt ihr, das ist sein schwacher Punkt. Diese Übung musste er pro Woche 1000 machen. Wenn jemand am Boden klebt. Er hatte keine Spannung beim Schweben nach oben. Jawohl. Nach oben. Viel Arbeit bei ihm. Viel Arbeit bei ihm. Ja gut. Der kann sich gut treffen. Tweede war gut, ne? Probier mal hier. Ja. Und da ging er doorheen. Horizontal waren die alle viel, viel besser als jetzt, wo die Übersetzung von dem Anlauf zum Sprung kommen sollte. Ja. Nein, ich wollte links abspringen, rechts landen. Ja, okay? Genau das. Nicht die ist wichtig. Wichtig ist die hier. Nach vorne springen. Ich muss eben wenden am Abdampf. Ja. Das ist gut, die Variante kommt jetzt gleich.
Du! Gruppierung plus Vorspannung. Gut. Nur ein Schuss. Gut. Gut. Mach lieber deinen Fuß immer hier. Immer so. Immer aktiv, ja. Du bist kontra der Chinesen, ja? Du läufst so. Der Chinese läuft so, das ist besser, habe ich gesagt. Viel Arbeit, ja? Ist zu gut. Ja? Ja. Korrekt. Korrekt. Vorsicht. Könnte was werden, wenn der lernt. Und? Ja, weiter. Sehr gut. Probierst du wieder schwachen? Ich habe nie gefragt, probier wieder starke rein. Pause, Jungs. Der landet nicht mehr auf die Matte, der landet außerhalb. Und da ist wahrscheinlich, warum der holländische Hochspringer so schlecht springt, der Grund. Okay? Okay, sag mal gar nichts. Wenn du zu nah bist, geh zurück. Wenn du zu weit bist, geh nach vorne. Müsst ihr selbst entscheiden. Nur vier Schritte. So, ihr? Ja. Das besser. Du hast mich gruppiert, aber ohne Schwungbein. Du hast mich so gruppiert. War aber nicht schlecht. Ja. Nein, ich sag, ob der. Gut. Sehr gut. Dann bleiben wir. Bleib hier mal auf der Hand. Geh etwas nach vorne dann, wenn du Probleme hast. Läufst nicht, weißt du, du bist zu langsam. Geh nach vorne legen und schneller laufen. Längere Schritte. Geh nach vorne legen. Hier links. Hier links, alle beide. Zwei. Aber links da. Noch schneller. Das ist zu langsam. Gut. Der gruppiert ziemlich gut, er ist geduldig, er wartet. Er läuft zickzack, Mann, habt ihr das gesehen? Er ist zick hoch, ist nicht hoch, sondern hier. Ja.
Weg, du bist zu weit vorne, da bist du nachher in der Latte. Bleibe hier, ein bisschen Rücklage. Du musst noch kräftiger laufen, noch linker Schritt laufen. Ihr zwei probiert mal, Marcel. Aber weißt du, wie du läufst? Du läufst so. Das ist nicht die Kurve, das ist eine Gerade. Ja. So, jetzt fängt er an, seinen alten holländischen Stil zu machen. Die vier Schritte musst du brutal arbeiten. Die vier Schritte. Ich hab. Brutal. Acht Schritte. Ist der gelaufen. Und jetzt bleibt er stehen. Pass auf, springen. Noch etwas größer, dann ist es noch besser. Und nach vorne. So, der nächste. Na komm. Heißt mal in die Kulka staan, hoor. Wir lopen hier. Hey! Oh, hey! Ihr dürft euch untereinander korrigieren und betreuen. Die Trainer dürfen nichts sagen. Nur die Athleten. Noch vor sind jou, hè? Chef, notiert alles. Die Fehle sind jawohl, hast du kapiert? Es ist simpel, geh noch einmal schnell zurück. Helle. So ist Junge, das ist schon Hochsprung. Okay. Ja, wiederhole ihn noch einmal. Dann können wir mit dem können wir zur Pause gehen. Ja. Wiederhole ihm noch einmal. Es ist kein Kaffeepausesprung. Auch. Ja, da können wir fast. Ja, aber du bist zu langsam gewesen, ja? Das sind so brutal, die zwei. Das sind die brutalsten in der gesamten Anlauf. Laufen musst du. Der erste Schritt war sehr, sehr schlecht. Der erste. So, hier. Ja, das ist sehr gut. So, und jetzt baut ihr die Phase, was der gemacht hat. Der war groß, groß im Abschub und jetzt beim Hochsteigen hat er noch einmal Becken gedrückt. Jetzt probiert ihr das alle noch einmal. Du springst noch einmal, ja? Über die Latte, im Abstand, über die Latte nochmal wieder, Weg und nach oben gehen. Und er springt. Mit einem hohen Becken, genauso wie du gemacht hast. Verzögert. Über die Latte. Das ist eh gut. Also komm. Hast du kapiert jetzt, was Hochsprung ist? Total kräftig und schnell. Noch mehr verzögern. Nicht so, guck mal, hier linke
bleiben. Das ist die Verletzten. Woher? Sag. Die versuchen die Marke hier zu treffen, bitte. Ja. Die Marke hier, die Linie. Das kommt zu nah und bringt auch raus. Sonst wäre der sehr gut gewesen. Kann man? Aber du, guck mal, das ist gut nach oben, was du machst. Ja, aber nicht, hier nicht warten. Ja? Du musst auch im Abflug nach vorne kommen. Also wir warten jetzt. So. Sind in der Kurve, ja. Merkmal 1, Merkmal 2. Die beiden Schritte sind sehr schnell zu laufen, aber nicht zu springen. Nur sehr schnell zu laufen mit hohem Becken. Wieder schon Gruppierung. Der Absprung ist auch mit der hohen Gruppierung, weil das ist simpel, das sind nur zwei Schritte. Hohe Gruppierung. Sag mal, du hast mich mit der Kaffee in der Hand. Mit der hohen Gruppierung aufsetzen hier. Hohe Gruppierung und der Arm geht jetzt so hier. Der Arm geht nicht da. Der Arm geht hier an Latte entlang. Und dann über die Latte noch einmal diese Verzögerung mit dem Becken. Die zwei, streck dich schneller, springe schnell ab. Er verzögert nicht, er gruppiert sich noch nicht. Ich habe gesagt, er macht Tiefspringer statt Hochspringer. Er arbeitet jetzt von linken, sein Schwungbein von links auf rechts überhaupt nicht mehr. Es ist passiv. Deswegen kommt er über die Latte nicht mehr. Entweder er ist müde oder er kann sich nicht konzentrieren. Oder beides. Wo geht der Arm hin? Da war alles sehr gut. Wo geht der Arm hin? Versuche die Kleine dort zu streichen. Die Kleine dort, die Dame. Wieder linke Hand. Okay, dann geben wir dem noch einen Hinweis. Schwungbein. Er muss im Abschwung mit dem Schwungbein auch Knie zu euch hinkommen. Du musst auch mit dem Schwungbein atmen. Schwungbein von Atmen. Gut. Ah, aber schneller. Die zwei Schritte sind so schnell wie blitzschnell und blitzkräftig. Du hast recht. Du hast recht. Ich dachte, die Schnelligkeit ist schon passé. Die haben wir gelernt. Springer, wenn der die Korrektur nicht verstanden hat, führt man zur Anlage. Stell bitte dein Bein zum Absprung. Und jetzt schwinge mit dem Schwungbein Knie hierher. Und mit dem Arm auf. Weiter. Sehen Sie diese Bewegung des Oberkörpers und Beckens nach vorne. Einmal. So müsste eigentlich sein, dass der von der Rücklage, aus der Rücklage in den Vertikale kommt. So, springen. Hat ziemlich gut das Schwungbein mitgenommen. Der Arm ist bei ihm ständig fehler. Aber das Schwungbein war gut. Gruppierung hat er auch nicht hier, der hat so eine Gruppierung. Er gruppiert sich so. Statt so. Viel besser, habt ihr gesehen. Ja, also gut, der Arm hat irgendwas gemacht. Aber jetzt hat er die Bewegung des Beckens und des Schwungbeine wieder gehabt. Noch einmal. Letzten drei Springer von euch in der Serie.
So, jetzt wollen wir ihn versuchen, das freizubringen. Stellt ihr auch hier. Und jetzt mit der Schwungbein nach vorne. So müsste der sein. Wenn der diese Gruppierung schafft, er ist 1,96 groß, die Latte ist nur 1,80. Mit seiner Sprungkraft, was der jetzt hat, muss der mit zwei Schritten 2 Meter springen. Von seiner Größe her allein. So. Das war der beste Sprung. Okay, du noch einen. Okay, jetzt die Hinweise, die euch auch. Versucht den Absprung so räumlich, so lang wie möglich nach vorn oben zu arbeiten. Also nicht aufsetzen und sofort vom Boden weg, sondern versuchen, wenn ihr aufgesetzt habt, lang nach oben zu arbeiten, aber schnell. Lang ist nur Raum, die Geschwindigkeit ist aber sehr schnell. Okay? Das war sparsam, aber sehr gut. Er hat nur seinen Arm hier. Und der Arm steuert die Bewegung nach oben. Er steuert seine Bewegung nach unten. Für ihn speziell in der Halle, Basketkorb oder am Platz, Stabhochsprunganlage, oben die Latte stellen und immer wieder laufen, abspringen, hoch mit dem Arm, dass du den Arm erlernst. Laufe, beweg dich nach vorne, war besser als vorher, aber beweg dich nur nach vorne und dann lang in Absprung schwingen, arbeiten. Willst du da springen oder willst du da springen? Gut, mach das. Hier, ganze Zeit so. Zum Weihnachten bekommst du von deinen Brüdern sicher entweder einen Stuhl zum Sitzen oder einen Toilettendeckel. Jetzt lauf einmal so, guck mal. Laufe die 2 Schritte so. Du musst dich nach oben suchen. Ja? Du darfst nicht hier die Orientierung. Versuch die Orientierung nur nach oben zu machen. Das war fantastisch. Das war dein bester Sprung des Tages. War sehr hohe Dynamik, das war alles da. Sehr gut. So, jetzt versuch ein bisschen mehr Pfeffer. Du musst in deinem Training jeden zweiten Tag 20 Läufe aus dem Startblock über 30 Meter machen. Jeden zweiten Tag. Du musst deine Morphologie der Muskelzelle umändern. Du bist kräftig, aber sehr langsam. Immer besser und immer besser, aber hier bist du noch zu kurz, nur bis hierher. Versuch weiter zu kommen. Das war ein sehr guter Sprung, nicht kontrolliert, aber war ein sehr guter Sprung. Also hier. War besser hier. Weg. Habt ihr gesehen, immer noch das hier? Ja, du läufst auch immer so, ja? Mach dich frei, mach dich groß ein bisschen. Locker. Der Arm war da, aber Arsch war da. Besser
hier ist viel wichtiger. Das ist hier wichtig. Zwei Meter. Du hörst nur auf mich. Ja. Das interessiert dich nicht. Schraube. Jetzt macht ihr nichts mehr. Jetzt wartet im Abzug nicht und verzögert über die Latte. Ein Bier? Ja, ich wollte nur ein bisschen Pilze. Wäre fast gewesen. Okay, auf 1,90 zurück, ja. Ist gut explosiv. Mal die Koordinaten. Nach vorne springen. Sehr gut. Können Sie sich erinnern von gestern Nacht? Ja, was ist mit dir? Komm los! Wie ein altes Neujäger. Jetzt kommt er.
Nee, dat is puntje. Ja, ze kan wel lekker rollen, maar luister als je de twee keer per dag trainen kan. Dat is wel waarom kennen die niet in de ingeschlafen haben. Und wir haben heute durch ein paar Übungen gesehen, wie schnell man diese neu bringt. Oberkörper ist nicht kompakt, würdest du sagen, ja? Ja, das ist kompakt. Weißt du, was du mit dem Oberkörper machst? Oh, nicht so langsam am Boden. Bist du schon müde? Die klebt. Das ist sehr gut. Er muss noch wachsen, in jegliche Richtung. Wer so springt, der hat keinen Platz. Warum klebst du am Boden? Ja? Du bist nicht der Typ, ja? Du musst schnell explodieren. Er mag sie am besten, ja? Dann ist es alles klar, dann ist kein Problem. Probiert ihr alle. Ich habe altijd gesagt, dass Vince nicht, als sie sich von ihm mehr kann, was los kann wasseln, viel bessere Eigenschaften mit sich heeft, dann, ondanks dass sie was. Nee. Kontrahiert, du hast nicht kontrahiert. Nee. Bevor du beginnst zu laufen, musst du hinten so ein paar. Ich glaube, ich probiere. Sehr gut kapiert, war sehr gut. Gluteus. Gluteus. Das ist heute nicht gut, du konzentrierst dich nicht. Ja, ich bringe dich auf. Gluteus, jawohl, super. Ich finde knapp, dass ich durfte. Das war deine Beste, ja? Was dann, ja? Bei dir läuft nur Angst mit. Gluteus. Nein. War total umgekehrt. Ich habe Gluteus gesagt und er hat sich hingesetzt. So, die kleinen Böden. Wir wollen den Schritt ausgearbeitet haben, deswegen der Sprung. Wir bewegen nach vorne. Aber Tiere, da ist der Link. Jawohl, die Kleinen, die überlaufen ein bisschen. Mehr Körpervorlage, sonst wird es gut sein. Aber der letzte fehlt, ja? Der letzte Absprung. Jetzt explodieren nach oben. Yes. Das ist sie. Flach nach vorne springen und der letzte von oben aufzugeben. Noch länger, länger. Und die Füße länger. Und wir nehmen die Zeit auf. 10 Laufsprung in der Zeit. Die haben nicht alle kapiert. Die haben nicht alle, viele haben kapiert, die haben sehr schön gestrickt, aber einige nicht. Und der Weg jetzt das zu lernen, ist der Laufsprung in der Zeit. Okay. Laufsprung auf Zeit.
Das ist. Das wären 28, 30, 40 in 403. Das ist ein Riesenunterschied, ja? Er ist viel schneller und viel länger. Der ist knapp 27 in 380, aber sehr schnell. Aber er springt nicht. 28, pardon. Pardon, 28, ich springe bitte nicht. Angezogen, also noch einmal Beine gestreckt, Füße angezogen, nicht nur die Zehen beugen und strecken. Kräftig beugen und strecken. Fertig. Kräftig beugen und strecken. Fuß unten lang. Noch mehr anziehen. Noch mehr anziehen. Ja. Mindestens 100 Mal. Übung 1. Mindestens 100 Mal. Das geht sehr schnell. Okay, Übung 2. Anziehen. Total strecken. Ein Fuß. Strecken, strecken. Anziehen, andere Fuß strecken. Anziehen, strecken, anziehen, strecken, anziehen, strecken. Aber das ständig Kontraktion des Quadrizeps. Es darf nicht aus dem Becken gezogen werden. Es arbeitet nur der Fuß. Wobei die Betonung immer auf Anziehen ist. Mehr anziehen. Viel mehr anziehen. Ja, aber. Viel mehr anziehen. Wenn Sie einen haben, der das nicht kapiert, dann machen Sie beidbeinig. Gleichzeitig. Anziehen, strecken. Nicht so schnell. Gut. Bisschen entspannen. Die gleiche Übung jetzt anziehen und gleichzeitig diese Pronatio-Bewegung, also nach außen nehmen. Und dann anziehen und Supinatio bewegen nach innen. Angezogen außen, angezogen innen. Angezogen außen. Ja, die Beine dürfen Sie nicht bewegen, nur die Füße. Ja. Nur die Füße. Das trainieren Sie jetzt die gesamte Unterschenkelmuskulatur. Nein, nicht die Beine bewegen, nur die Füße. Nicht, auch, nicht so, du machst so, guck mal. Du machst so. Ja, du musst nur angezogen, jetzt nur hier und hier. Auch wie der Quadrizeps angespannt. Immer. Der Quadrizeps, das ist der Blut der Sache. Ja. Wenn ich Quadrizeps anspanne, dann wird die Kette schon. Das ist ein gutes Geschäft. Aber gut, und jetzt geht das durcheinander. Jetzt geht hier. Das wird ja sehr kompliziert, ja. Das sehe ich, ja. Du machst einbeinig. Kontrahier hier. Kontrahier, kräftig. Und dann umgekehrt. Immer anziehen. Nein, das Ganze ist es, dass ich immer die Bewegung des Anziehens betone. Ja. Also nicht strecken, sondern Dorsalflexion. Aber Füße. Das sind viele, viele kleine, dünne Muskeln, ja. Die regenerieren auch viel, viel, viel schneller als ein wirklich großer Muskel. Bei mir nicht. Du machst du falsch. Okay, dann die Übung hier. Geht auch ein bisschen an Adduktor und Abduktor. Streichen. Hier. Ganz schön schwarz. Noch mehr aus. Noch mehr. Gut, okay. In dieser Stellung, so wie ich jetzt, ihr müsst aufstehen. Ja, ich stehe auch. Ja. Das ist jetzt im Grunde genommen die beste Übung. Jetzt hier nach vorne sich bewegen. Krabbeln. Ziehen, ja. Und dann mit dem anderen Bein. Nur durch die Kraft des Zehens sich nach vorne ziehen. Und dann weitbeinig, das gleiche Spiel. Okay.
Wir machen immer Wettkampf. Wer am schnellsten 5 Meter? Ich bin immer der Schnellste. Nein. Das ist kein Spaß. Ja? Am Ende des Trainings immer 5 Meter, wer am schnellsten wird. So, zeig mal. Ihr macht nur 1 Meter, ja? Geht ihr zurück. Das ist die Startlinie, ja? Hier. Ja, das ist die Startlinie. Fertig, ab. Ich mogel, Monique. Ich stieg im... Dann unentschieden. Stopp. Geh wieder zurück. Wir drücken zu uns. Aber das ist nicht Kunst, jetzt nur vorwärts zu graben. Das rückwärts muss man rennen. Rückwärts. Anziehen, strecken. Drückt euch nach hinten. Anziehen, strecken. Anziehen, strecken. Ja, das kann man, geht, kann man. Ja? Rückwärts geht nicht so. Gut. Das sind die Grundübungen. Jetzt kommt natürlich eine, bleibt hier bitte gleich da. Jetzt kommt eine ganz leichte Streckung. Streck deine, nimm die Ferse ganz langsam hoch. Stell du hier normal. Nein, normal heißt es immer Rotstellung nach. Kniet immer über die großen Zehen. Das ist Normalstellung. Das ist nicht so normal oder so Normalstellung. Deswegen, wo sind die Athleten? Es gibt einen Athlet, wo ich dann immer sage, strecke deinen Fuß, der hier läuft. Ja. Er muss lernen, zuerst zu stehen. Wenn der stehen kann, dann kann der gehen. Wenn der gehen kann, dann kann der auch laufen und springen. Also der läuft immer so. Also das ist eine funktionelle Stellung. Knie über den großen Zehen. Ja. So, und jetzt ganz langsam strecken. Ja, das ist schnell, das ist Schwung, langsam. Und langsam runter. Aktiv. Und wieder. Und langsam runter. Es gibt keine, habt ihr bei ihm gesehen, das sind die Bewegungen, die überall rumlaufen. Der muss wieder volle Spannung haben. Das ist volle Spannung, ja. Quadrizeps wieder kontrahiert. Jetzt langsam strecken. Und langsam abstellen. Aber Quadrizeps ist kontrahiert, der Deus ist kontrahiert hier. Und wieder runter. So, probieren wir ein paar Mal. Jetzt müssen wir den ein bisschen zu diesen Säule hier schicken. Wenn Sie den Platz bitte gleich machen, geht ihr zur Säule. Stützt euch mit den Händen gegen die Säule und macht ihr die gleiche Übung. Das ist etwa 45 Grad. Noch weiter zurück. Zurück mit dem Körper. Noch zurück. Noch zurück. Noch zurück. So. Funktionelle Stellung. Ist das funktionell? Nein, das ist nicht. Du bist zu eng. So. Ab jetzt und langsam. Hier wird auch gleichzeitig Gastrocnemius und Achillessehne gedehnt. Und wichtig ist jetzt die aktive Phase, wenn Sie von oben mit der Ferse nach unten gehen, aktiv zu arbeiten, nicht fallen zu lassen. Stretching, Dehnungsreflex. Jawohl, hebe einen Fuß und mache nur ein Bein. Jede Fußübung ist mindestens 100 Mal zu wiederholen. Ich sage nochmal, es sind sehr viele Muskeln, kleine, dünne, feine Muskeln. Die kann man nicht mit 10 Wiederholungen trainieren. Der Fuß muss unwahrscheinlich kräftig und ausdauerfähig sein. Alles, was wir machen, geht über den Fuß. Beim Gehen, beim Schlafen, beim... Okay, setz dich hin. Streck bitte die Beine, du auch, Füße anziehen, nimm die Arme sehr hoch, nach oben, und jetzt geht mit den beiden Händen über den Fuß, nach vorne. Halte da. Fuß anziehen, kontrahieren, etwa eine Minute bleiben, ruhig atmen dabei. Okay, da wollen wir nicht eine ganze Minute. Jetzt deinen Fuß hier anziehen, das andere gestreckt. Knie fallen lassen. Das gleiche jetzt, so als ob du einen Strumpf aufziehen und anziehen willst. Einen Strumpf, Strumpf, Hose anziehen und ausziehen, immer wieder. Nach vorne und anziehen. Und jetzt anziehen, ganz langsam.
und wieder ausziehen, aber weit ausziehen. Zehen anziehen, Fuß anziehen. Immer wieder Fuß anziehen. Es darf die ganze ischiopleurale Muskulatur nie so trainiert werden. Die muss immer so trainiert werden, immer angezogen. Merkst du das hinten? Da vorne auch. Da bist du übersäuert nur. Aber durch die Kontraktion, ja. Dann Wechsel. Adduktor, Abduktor trainieren wir durch das andere Bein und jetzt kommt nach vorne. Was trainieren Sie auch hier? Durch den Flop haben wir unwahrscheinlich diese Stellung des Körpers, ja. Weil das Schwungbein geht woanders, Körper wird gestreckt und dann Rotationen haben. Das ist eine, für uns eine typische Übung. Okay, Grätsche. So, zieh rechte Strumpf mit der rechten Hand aus, linke Strumpf mit der linken Hand anziehen. Ja, rechts, rechts. Und da bleiben, unten bleiben. Du bist gut ausgedehnt. Nicht schlecht. Okay, leg wir beide auf den Bauch. Schauen wir mal, was mit deinem Quadrizept ist. Auf den Bauch hin. Bauch. Nein, nein, nicht auf diese Stellung. So, ein Fuß mit beiden Händen fangen, anfassen. Leg dich hin bitte unten. Stirn am Boden. Stirn am Boden. So. Und jetzt versuchen, die Ferse leicht nach rechts und leicht nach links nehmen. Die Ferse leicht nach rechts, leicht nach links, weil wir vier Köpfe haben. Und die vier Köpfe müssen wir einzeln dehnen. Das ist die Dehnung des Quadrizeps. Und gleichzeitig bewegen wir das Fuß. Gut, wechseln. Beide Beine, rechts, links. So, und jetzt Stirn bitte am Boden. Lass dein Stirn immer am Boden. Stirn. So, jetzt ganz langsam die Knie hochheben. Nicht öffnen. Nein, nicht die Füße bleiben. Die Ferse bleibt am Gesäß. Knie hoch. Knie hoch. Sie hat sehr kurzen Quadrizeps. Deswegen auch kein, deswegen Krampf. Wo sie sagte, ja, ich habe die ischiopleurale Muskulatur gedehnt und sie hat mit der Quadrizeps Probleme gekriegt. Also sehr kurz. Selber. Was ist selber? Sagt sie selber. Selber, kurze Quadrizeps. Okay, schauen wir mal, Ilio, so was. So, ich stelle. Wenn wir mit unseren Jungs oder Mädchen im Training kommen, dann prüfen wir sofort die Fähigkeit, den Fähigkeit, die Muskulatur. Geht ganz langsam nach vorne mit dem Fußlastlast. Einfach mit dem Becken und Knie nach vorne. Ferse unten lassen. Ferse. Ja, genau. Gut, wechseln. Geh nach hinten, mit dem Körper nach hinten, noch mehr nach hinten, Oberkörper, Schulter nach hinten, Schulter noch mehr nach hinten, noch mehr nach hinten, Schulter. Ja, bist du kurz, selber, ganze Vorderseite bei ihr kurz. Viele Psoas, Quadrizeps. Bei dir ist relativ kurz. Dann schau mal die gesamte plurale Muskulatur, steh auf, nur du, aufstehen. Füße zusammen, na, funktionell, funktioneller Stand. Jetzt ganz langsam runtergehen mit den Händen. Ganz langsam. Weiter. Hände hinter den Füßen. Hinter den Füßen. Weiter nach hinten. Weiter. Und da bleiben. Wenn ein Hochspringer so ausgedehnt ist wie der, dann könnt ihr sagen, gute Arbeit gemacht. Das ist ziemlich gut. Er wird nie Probleme bekommen, auch mit der Patellascheibe, okay. Weil der Kurze... Ich mache das beim Aufsprung, ja. Zu viel spezifisches Training machen, ja, besonders im Mittelfuß. Ja. Ich kann eigentlich jetzt gar keine Antwort geben, weil müsstest du gleich sagen, warum sind deine Leute seit 10 Jahren nicht verletzt? Und warum springen der Möllenwurf oder der Trainer? Die haben über 60 Wettkämpfe und mehr, ich glaube 80 Wettkämpfe, 230 ungefähr. Und sind seit 10 Jahren,
haben wir seit 1978 auf dem Weg zur Weltspitze und bleiben an der Weltspitze und probieren. Wir haben keine Kuh, wir haben guten Professor Wimper, das ist auch gut, aber es gibt viele gute Ärzte. Tuurlijk. Historische momenten hier. Gaan wandelen en dan. Ja. Hij kan het goed. Kijk. Nur.
Kinn an der Brust. Relativ flexibel, also dehnfähigen Muskel und aufnahmefähigen Muskel zu machen, sollte man eine Gymnastik machen, die in die Richtung nur dehnen geht. Dehnen, die Hauptmuskelgruppen, die Sie überlassen wollen, das sind bei uns im Hochsprung die Bein-, Fußmuskulatur, Unterschenkel, Fußunterschenkel, Oberschenkel, Gluteus, der Psoas, Bauchrückenmuskulatur. Und das werden wir jetzt miteinander jetzt machen. Ja. Wir machen zwei und mit beiden Händen Fußgelenk umfassen. Mit beiden Händen Fuß umfassen. Und jetzt über die Matte 10-mal ganz langsam nach vorne strecken und beugen. Dann mit der Ferse immer auf die Matte. Oberkörper geht mit, Kinn ist gedehnt, ja super, deine Ischiofrontalmuskulatur ist zum Wegwerfen. Wenn so ein Athlet ist, dann nicht hier fassen, sondern er soll sich hier anfassen. Fassen Sie hier an, nicht hier. Und arbeite jetzt. Jawohl, okay. Das Bein gewechselt, dann wechselt ihr das Bein. Gut anziehen. Die Bewegung darf nicht schnell gemacht werden. Die Bewegung ist sehr langsam. Ausatmen, wenn das Bein gestreckt wird. Einatmen, wenn das Bein gebeugt wird. Kinn an der Brust. Aus bestimmten Gründen, da kennt ihr Athleten. Und Brust an der Oberschenkel, da kennt ihr Athleten sehr weit davon. Okay, wechseln. Okay. Noch eine Matte vielleicht besorgen? Gibt es vielleicht noch eine Matte irgendwo? Sehr lang. Nein. Gut anziehen. Ich wiederhole noch einmal, diese Übungen dürfen nicht schnell ausgeführt werden und man kann immer eine statische Phase anbauen. Strecken und dort bleiben. Zeigen wir, strecken und dort bleiben. Und beim Bleiben nicht kürzer als halbe Minute. Wie viele gute Sportwissenschaftler sprechen sogar über eine Minute. Warum? Nach einer Minute beginnt auf unelastische Teil gedehnt zu werden. Die fragen Sie auch. Okay, gut. Die erste Gruppe wieder rein. 40 Grad in der Luft strecken. Also Richtung zur Decke. Jawohl. Und langsam beugen. Ja, du. Die gleiche Bewegung. Für uns in der Leichtathletik, ich spreche jetzt für die gesamte Leichtathletik, ist von der größten Bedeutung, dass diese Muskulatur sehr stark ausgedehnt ist. Okay, wechsel. Was ich kürzer an. Ja. Fuß anziehen. Ja. Okay. Linke Fuß mit der linken Hand, rechter Fuß mit der rechten Hand und gleichzeitig beide. Ja. Positiv nicht nach hinten werden. Geh weiter nach vorne. Ja, weiter. Ja, du brauchst nicht die Füße. Ja. Gelenke. Ja. So, Kinn an der Brust lassen. Wenn der Bauchmuskulatur kontrahiert ist, ist es beste Mittel. Okay, gut. Gut. Die nächste Gruppe. Also viel ein höherer Effekt, als wenn Sie draußen jetzt 10 Runden oder was weiß ich, ähnliches machen würden. Und für den Krafttraining braucht man keinen physiologischen Aufnahmevorgang des Herz-Kreislauf-Systems. Braucht man gar nicht. Wechsel. Wenn du bewegst, wenn du schon gemacht hast, bei. Beide. Die Sprache spricht. Okay, gut. Ganz langsam nach vorne, beide Hände aufsetzen.
diese Position. Jetzt ruhig atmen. Und langsam. Zurück hoch. Immer so ziehen. So, als ob ihr ein Strumpf ausziehen wollt. Strumpfhose. Nein, 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 nein. Als Strumpfhose aus. Da strecken. Jawohl. Gleichzeitig ist das ein Training für die Wirbelsäule. Mobilisation der Wirbelsäule. Ja. Und eine andere Seite. Gut. Hervorragend. Okay. Grätschen. Grätschen. Beine bleiben. Dann bleiben. Du hast ja viel mehr. Einmal bist du ein Mann und zweitens, jeder Mann darf auch ab und zu die Hose zerrissen haben. Reindrücken, ja, die Hände durch. Füße anziehen. Bleib uns. Nein, seitlich schon. Die Hände so. Ja. Okay, die zweite Gruppe. Sehr schön. Okay, gut. Ihr bleibt da, die Füße zusammen bitte, die Knie nach außen, Beine beugen und mit der eigenen Kraft die Knie runterdrücken. Füße anziehen hier, total anziehen, die Füße, ja, so, Knie runterdrücken. Ja, okay. Die Hände drehen und so weit nach vorne gehen wie möglich, bis am Boden. Und wieder Hände zum Bauch ziehen und wieder hoch. Hände zum Bauch ziehen, sich strecken, Daumen nach hinten wieder, nach vorne gehen, Daumen drehen, weit nach vorne gehen, weit nach vorne. LWS oder Lendenwirbelsäule beweglich machen. Weit nach oben und ich doch strecke die Finger, Finger. Und dann wieder beginnt, ausdrehen und nach vorne. Und Atmen hoch. Streckt euch, macht es groß, noch mehr nach hinten strecken, noch mehr strecken, und also Schulter wird ein bisschen steifer. Jetzt ausdrehen und nach vorne. Bis an der Boden. Weit nach vorne gehen. Er ist sehr steif. Er muss sehr viel Gymnastik machen. Ne? Und wieder zum Bauch ziehen, hoch, macht ihr vorne halt. Hände ausdrehen. Und mit dem Beginn, du musst aus der Schulter groß werden und deswegen ausdrehen. Schulter groß und jetzt ausdrehen. Ausdrehen. Wenn du nach vorne beginnst, ja, aber unten, Knie runterdrücken, Knie runterdrücken. Und dann fragen wir uns, was rein. Okay, gut. Wieder die erste Gruppe. Streck mit dem Bein. Und jetzt einfach mit den beiden Händen neben dem gestreckten Bein gehen. Beide Hände. Ausdrehen. Und jetzt so weit wie möglich ausdrehen. Jetzt auf die andere Seite. Nein, nein, nicht nur Oberkörper, den Fuß nicht mehr. Jetzt auf die andere Seite drehen und bleiben. Nein, Oberkörper ist aufrecht. Oberkörper ist aufrecht, nicht vorne. Senkrecht, kompakt. Bleib hier. Du bist hier, schau, du bist so nach hinten gegangen, gestreckt. Ich könnte jetzt hier auch machen, wird die Übung umgekehrt. Ja. Ellbogen am Knie vorbei, Fußgelenk anpassen. Oberkörper drehen und erst am Schluss Kopf drehen. Zuerst Oberkörper drehen und jetzt Kopf ausdrehen. Ihr müsst die Schulter ein bisschen in einer Linie sein. Diese Übung mindestens eine Minute halten, diese Stellung. Ruhig atmen dabei. Für uns, für Flop, überhaupt für alle Springer, aber besonders für Flop, ist sehr wichtig. Ja? Okay, Wechsel. Es kommt eine Rotation der Wirbelsäule und gleichzeitig eine Bewegung des Glutenmuskulatur. Okay, und jetzt mit Erschwerung kommt dadurch, dass ihr das gestreckte Bein, Fuß unter dem Gesäß nimmt. Beugt ihr das gestreckte Bein, so dass ihr das Fuß unter dem Gesäß nimmt. Und die gleiche Ebene. Fuß anpassen, Fußgelenk anpassen. Strecken. Bis dahin werden geschnappt. Okay, und Wechsel.
Ihr beide seid der Kürzeste. Okay. Jetzt zum Stretching zu erklären. Was ist Stretching? Ja. Das, was die jetzt Athleten gemacht haben, ist aktives Stretching. Jetzt kommt die Methode des Passiven. Also, dynamisch vorwerfen, vorwärmen haben wir gemacht. Jetzt diese Haltephase, selbstständig, das ist aktives Stretching. Das, was ich jetzt mit ihm mache, ist passives Stretching. Und jetzt bekommt er Aufgabe, gegen mich zu drücken. Quadrizeps kontrahieren, drücke gegen mich. Quadrizeps kontrahieren. Jetzt kommt diese PNF-Methode. 6 Sekunden, jetzt locker lassen. Locker lassen. 3 Sekunden, jetzt gehen wir ein Schrittchen weiter nach vorne. Gegen mich drücken. Fuß anziehen. Durchatmen mit einem roten Loch drin. Wieder locker lassen. Quadrizeps kontrahieren. Gegen mich drücken. Okay. Das wäre die beste Art, einen kurzen Muskel innerhalb der relativ kurze Zeit gedehnt zu haben. Wir sehen bei den Erich, der schon weggegangen, wäre es, die Füße entweder hochzunehmen, imitiert so, als ob du die Füße auf einen Kasten aufgestellt hättest. Nimm weit Unterschied, ja, nein, nur Unterschenkel hoch. Unterschied. So, und jetzt mach weiter. Das wäre jetzt, wenn wir einen Kasten hinstellen, wird natürlich ist hier noch intensiver. Am intensivsten ist, wenn Sie ihn jetzt hier halten, oder der mit den Füßen gegen die Wand gehen und hier arbeitet. Probiert hier, versucht irgendwie gegenseitig euch so zu halten, so wie ich. Alles klar. Bist du nicht weiter? Dann macht das. Okay, Sie sehen, das lange Bauchmuskeltraining. Der bleibt so nicht. Links, ihr könnt alle machen, ja? Überall. Dreimal rechts, dreimal links. So, ihr kennt auch hier. Hände, Hände, anziehen und weg, nicht so schnell. Nicht gut. Auch sehr stark, statisch beansprucht. Schulter und Rückenmuskeln. Okay, gut. Elektra auf dem Bauch, bitte. Nehmen wir an, dass wir die... Na, machen wir alle. Nehmen wir ein bisschen zuerst Oberschenkel. Rechts, links, an, was ihr kennt, dort auch. Ja. Und einfach in dieser Stirn am Boden, in dieser Stellung etwa 30 Sekunden bleiben. Stirn auf dem Bauch. Und jetzt nur die Knie leicht vom Boden abheben. Nicht die Füße, nur die Knie. Komm ein bisschen in die Absorbs aufzugehen. Und jetzt das Ganze nach oben. Füße, Oberkörper, alles. Eine Rückwärtsbrücke machen. Noch höher. Knie noch höher nehmen. Und dann natürlich länger als eine Minute halten. Die Bauchlage. Arme und Beine. Pass auf, nur Kopf nie im Nacken nehmen. Kopf immer so, wie der liebe Gott uns den gemacht hat. Also, ihr könnt auch machen. Ja, tut ein bisschen Plätze. Zum Beispiel diese Übung, du musst etwas Oberkörper abgeben. Bisschen neuer. Ja. Wenn Sie diese Übung 100 Mal gemacht haben, brauchen Sie überhaupt keinen Handel zu nehmen und Rückenmuskulatur zu kräftigen. Ja. Rücken und Sakrale. Okay, und jetzt die anderen, wir nennen diese Hampelmann und diese Übung, so jetzt mit den Händen und mit den Füßen, nennen wir Trommelmann. So, trommeln wir jetzt ein bisschen. Links, rechts, links, rechts. Also im Wechsel, nicht Kopf im Nacken, habe ich gesagt. Kopf nicht im Nacken. Ist auch ein bisschen Koordination, oder? Ein bisschen ein Problemchen mit seinen einzelnen Körperteilen. Okay, gut. Legt euch, bleibt ihr auf dem Bauch liegen, nehmt ihr die Hände neben den Hüften, sodass die Handflächen nach unten sind. Nach unten. Stirn auch noch auf der Matte. Jetzt beide Beine gestreckt hinten langsam hochheben. Langsam hoch und lassen. Das ist eine typische Übung jetzt für die sakrale Muskulatur.
auch für die Frauen sagen wir immer eine Schönheitsübung. Ja? Der Po wird stramm gemacht. Ne? Ich komme zu dir und du ziehst schon die Füße. Das ist schon richtig. Ja, behalte jetzt deine Übung. Füße anziehen. Füße anziehen. Ja. Man kann das auch einbeinig machen. Mach mal nur ein Bein. Mach mal nur rechts Bein. Becken bleibt nicht vom Boden weg. Becken bleibt unten. Und dann mach mal links Bein. Und dann mach mal wieder beide Beine. Okay. Ihr denkt, also nur Kinder. Ich habe gesehen, ihr denkt, die ich möchte sehen. Dann zeig mir. Nein, nein, nur hinsehen. Ein Hinsehen. Ja. Ich sehe, die kennen es schon, ja. Man soll das dehnen, die gesamte Gastrocnemius-Muskulatur bei den gestreckten Beinen, aber auch bei den gebeugten. Und die beste Dehnung wäre es eigentlich. Ja, danke. Hier ist der Effekt, Dehnungseffekt am größten. Und jetzt das Gewicht Bescheid zu einbringen, als ob der hier kommen würde und dann hoch und dann abhanden kann. Ja, weil es von nachher wäre zu viel nach vorne gewesen. Probier es jetzt 5-6 Mal, aber extrem mit dem Kopf gemacht und mit der Brustwand. Wenn du oder ja. So ist besser. Und okay. Hier ohne Gewicht bitte arbeiten und dort macht ihr zwei Gruppen, drei Gruppen, zu dritt auf einen. Okay, vier Runde. Der nächste bleibt. Runde gehen, Kopf im Nacken, Brust vor. Von hier hoch und abfangen. Du hast nicht Kopf im Nacken, du hast nicht Kopf im Nacken. Wenn du runter gehst, Kopf im Nacken. Noch mehr Kopf im Nacken. Ferse nicht anheben, wenn du runter gehst. Okay, gut, den nächsten. Ja, arbeiten. Also, nein, das ist nicht. Doch, mach noch einmal. Ja. Okay. Noch mal. Es gibt eine Aussage, was die Gewichtshebe machen. Wenn ich beginne, das zu ziehen, muss ich den Latissimus kontrahieren. Das heißt, ich muss die Hände hierher bringen lassen. Kontraktion des Latissimus bedeutet, dass der Arm hier befindet. Dann ist die Schulterachse auch fixiert. Das heißt, man kann nicht ziehen, man kann es nicht so ziehen. Deswegen hier die Stellung. Deswegen diese Stellung hier, sag ich. Hier von hier. Die ziehen auch wieder Latissimus, sehr viel bei dieser Übung, auch beim Reißen. Probier es noch einmal. Schulter, guck mal, so hier. Wenn du hier bist, die drücken sie fast von hier auf. Hier. Etwas besser, der ganze Fuß überlassen. Ja, etwas besser. Und das gleiche Prinzip. Brust raus. Ja, für einen Leiter das passt nicht zu schlecht. Das ist doch nicht gut. Noch einmal. Wenn du runter gehst, kommt die Namen. Sehr stark. Das Gewicht sollte senkrecht bewegt werden. Wenn du jetzt 80 Kilo nimmst und so machst, dann würdest du das Gewicht hier bewegen. Ja. Du musst den Weg fast senkrecht nach oben beschreiben. Fast eine Schleife nach hinten. Etwas besser, ja. Etwas besser, ja. Okay, gut. Auch in der Methodik viel besser. Ah, hoch explodiert. Jawohl, gut. Und den nächsten. Ja, das ist sehr gut. Es gibt auch eine Meinung bei vielen Leichtathletiktrainern, dass diese. Die Stabilität. Die Stabilität eines Leichtathleten. Noch mehr? Ja, okay. Und mach ganz langsam mit die Beine, bis ich Stopp sage. Stopp und aufregen. Stopp, wieder runter, verdammt. Stopp. 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 Ohne Pause. Stopp. 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 Stopp, 18. Das ist jetzt die Kniebeuge mit der Handstange. Ein bisschen weiter nach vorne gehen.
leicht beginnen ohne Pause. Ich mache nicht mehr Stopp, ihr habt die Bewegung gesehen. Oberkörper senkrecht halten, fast und wieder runter, langsam runter. Knien fest, Beine fest, Junior, nicht nie zusammenziehen. Bewegt sich nur Popo und das Gewicht. Nicht so weit nach vorne gehen. Kopf fast leicht im Nacken, fast leicht im Nacken. Okay, das ist nicht gut. Gut, absetzen. Wer war noch nicht von euch bereit? Schau, ganz leicht. Noch, noch. Ja. Beide Beine belassen und ganz gut. Nein, nicht hier. Ganz gut. Fast hinsetzen. Ja, schon besser. Ganze Fuß belasten, nicht nach vorne, nicht so nach vorne gehen, sondern der belasten. Nicht ganz rausgehen. Okay. So. Leicht vorbeugen, bevor du beginnst. Beuge die Beine leicht. Und jetzt beginnen. Und wieder hochzügig. Keine zwei Pausen, eine Kniebeuge, ja. Oberkörper mehr aufrichten. Mehr aufrichten noch. Wenn es durch. Ja. Okay, absetzen. Breit. Okay, absetzen. Danke, absetzen. Okay, gut. Ja, eine ganze Pause. Also kapiert sieht das auch. Nicht mit dem Kopf nach unten. Fixiere oben eben ein Teil. Oben ein Teil. Und du auch. Geh du hier auf 60 Kilo. Probier es. Komm. Jetzt probier als eine Bewegung, ohne Stoppen. Ohne Stoppen. Ohne Stoppen. Ja, das ist was anderes. Gut. Sehr gut, Rückenmuskulatur, sehr gut. Bisschen zu tief, Vorsicht. Okay, stopp, absetzen. Na, stopp. Stopp, stopp, 6 Kilo. Schneller werden. Schneller werden. Stopp. Aber wenn wir schneller werden, griffen die Mutter die Beine. Ja, stopp, 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 So, baut ihr dann, wenn du, Nana, du machst deine Serie, ja? In der Mitte baut ihr bitte alles ab. Nur die Stange stehen lassen. Und jetzt rauf. In der methodischen Weg, zuerst Kniebeuge schnell. Die ersten müssen auch schnell? Ja, na, suche Finger. Da und dann zieh. Gut. Hast du gesehen? So, strecken.
Lang sprechen. Lang sprechen. Ganz langsam zurück in der Ausgangsstellung. Ganz langsam zurückrollen. Ganz langsam. Und entspannen. So, die zweite Übung ist der Pflug. Ich weiß nicht, wie das auf Polnisch heißt. So weit mit den Beinen hinten rollen wie möglich. Ganz langsam gerollt und dann strecken. Ruhig atmen. Hier ist noch bessere Ladung der Bandscheiben der Wirbelsäule. Etwa 1 bis 1,5 Minuten. Langsam zurück. Hände neben dem Körper. Jetzt auf den Hinterkopf hier den Fuß rausdrücken. Hoch, Fuß hoch. Noch zieh den Kopf hier rein. Noch höher. Fisch nennt man diese Übung. Noch höher, noch mehr. Brust höher. Ja, noch höher. Brust noch höher. Junior. Noch höher. Wenn Sie. Hervorragend, gut. Wieder hinlegen. Arme hinter den Kopf strecken, total strecken. Daumen anpassen, linke Hand, rechte Hand. Jetzt nur bis zum Senkrecken, du demonstrierst hier, guck du. Nur bis zum Senkrecken die Arme bewegen. Jetzt geht der Kopf langsam, Kinn an der Brust, Arme weiter bewegen bis hier und jetzt aufrichten. Kinn an der Brust, total nach vorne gehen, total nach vorne gehen. Hier 1 Minute bleiben.
bleiben. Bisschen senkrechten, Kinn an der Brust. Junior, Kinn an der Brust. Nein, Donald, die Hände müssen an der Oberschenkel kommen zuerst. Ja, und dann nach vorne schieben. Und langsam zurück. Jawohl. Dreht euch auf den Bauch einfach um. Hände genau unter der Schulter auf die Matte legen. Stirn am Boden, Stirn auf die Matte. Stirn auf die Matte. Jetzt geht ihr mit dem Kopf so, als ob ihr eine Bewegung nach vorne machen wollt. Guck mal, er demonstriert. So, als ob du zum Kopf zu mir kommen willst. Sie mit dem Kopf nach vorne zu mir kommen. Ja, und dabei Kopf im Nacken nehmen. Und jetzt weiter im Nacken gehen. Kontrahieren, Rückenmuskel, kontrahieren. Noch höher, 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 höher. Höher. Nimm die Hände vom Boden weg, bleib da, okay. Nur durch die Kontraktion der Rückenmuskulatur das machen, also nicht mit der Hilfe der Hände. Ja. Hände aufsetzen und jetzt langsam die Arme ausstrecken, langsam Kopf in die Hand. Genau, okay, so. Und hier wieder eine Minute bleiben. Gesehen? Also probiert. Cobra nennt sich diese Stelle. Beine unten lassen wir rein. Atme ruhig. Ja. Becken unten lassen. Ganz langsam. Kontraktion der Rückenmuskulatur. Übung könnt ihr sehen. Wenn die gut sind, müssen die jetzt die Füße loslassen. Und in der Stellung bleiben. Wir können hier alle Variationen sehen, angefangen vom Jim Howard bis zum Chu. Was für Fußstellung? Da, schnelle Abdeckung. Probieren. Noch schneller, alle, noch schneller aufsetzen. Oberschenkelbereich. So. Und jetzt Spezielles für Hochsprung. Wir setzen den Fuß aber ein bisschen anderes als die Sprinter. Ja? Wir setzen den Fuß mit dem gestreckten Bein. Und jetzt macht ihr den Fußgelenk also hier. Also Schere, ja. Ganz schnelle Schere. Verstanden? Zuerst so hier und dann so hier. Etwa alle 5-6 Meter. Komm. Und jeder für sich. Das ist nicht schlecht. Ihr habt das zum ersten Mal gemacht, oder? Ja. Also hat der Paul nicht alles schon. Jetzt die Aufgabe ist es bei dieser Übung, eine Vorwärtsbewegung zu erzielen. Ihr macht es richtig, aber ihr seid fast am Stand. Ihr bewegt euch nicht mehr. Die Schrittchen können ruhig etwas länger sein. Wir haben gestern immer gesprochen, Bewegungslänge des Schrittes und Geschwindigkeit. Also nicht so, wir haben jetzt auch die Aufgabe bekommen, etwas mehr nach vorne sich zu bewegen. Bewegen nach vorne, noch mehr nach vorne. Ja, so ist gut, noch mehr nach vorne jetzt. Das ist schon was anderes. Sehr gut, jetzt machen wir einzeln, ja? Mach gut. Jetzt ziehen. Gut. Gebrochen ist, ja?
Jetzt hat er übernommen, das, was er richtig gemacht hat, war hier fest. Und immer beim Aufsetzen ist wichtig, dass die Körperposition immer nah an der Vertikale ist. Es gibt keinen Körperteil, der ausbricht. Das hier nicht. Oder das hier nicht. Wichtig ist immer beim Aufsetzen Spannung. Ich muss total in der Spannung sein, Gluteusmuskulatur kontrahiert, Bauchmuskel kontrahiert, Rücken kontrahiert, etc. Ganze Muskelschwinge kontrahiert. Komm. Er muss noch mehr hier kontrahieren. Es gibt einen Hinweis, wie heißt der? Gulden auch, ja. Gulden heißt auch Gulden, ja. Er muss ein Gefühl haben, dass der hier Gulden produzieren kann. Interessant. Simple Übung, ja, aber es ist nicht simpel, es ist nicht so einfach. Sie haben gesehen, dass viele die Bewegung mehr hier betonen und dann warten. Und man sollte jetzt von hier betonen aufsetzen und beim Aufsetzen jetzt muss ich nach vorne kommen. Dieses nach vorne sich ziehen, wenn das Bein hier vorne aufsetzt, ja, jetzt muss ich bis hierher kommen und dann kommt erst der nächste Schritt. Die Bewegung des Beckens immer nach vorne. Und das merken Sie beim einigen, die langsam sich bewegen, die machen nur nach vorne und nicht nach hinten. Habt ihr mich verstanden auch, ja? Ihr müsst ein Gefühl bekommen, dass das unwahrscheinlich euch nach vorne bringt. Zum Beispiel du, du machst nur so hier. Du versuchst nicht mehr nach vorne zu kommen. Du musst, wenn du aufsetzt, musst dein Becken nach vorne kommen. Das ist eine unwahrscheinlich hohe Dynamik. Haben Sie selbst gesehen? Bravo, Jungs, das war gut. Schön. So, und jetzt, bevor wir quadrische strapazieren, wollen wir den ein bisschen aussehen. Machen wir diesen Anschluss. Okay, jede. Der Abstand zwischen beiden Beinen muss groß sein, also nicht das hier. Das ist kein Anfersen. Doch, das ist ein Anfersen, aber ein schlechtes Anfersen. Das Bein muss hinten sein. Wir wollen auch den Iliopsoas ein bisschen mehr ausdehnen. Ja? Anfersen. Und jetzt in Slalom gleich. Die gleiche Übung in Slalom. Jeder Schritt, jeder Schritt. Einige, die ersten zwei, drei, machen sehr schöne lange Schritte. Alle anderen machen. Der Schritt ist nicht kurz. Der Schritt ist sehr lang. Versuche von Anfang an längere Schritte. Mach dir hintereinander etwa mit fünf. Lange Schritte, lange Schritte, lange Schritte, lange Schritte, lange Schritte. Aufrichten, etwas schneller werden.
Noch längere Schritte. Anlauf, wie weit die Ferse hinten hoch geht, damit das Bein nach vorne geht, so ein Vorbild aufgesetzt. Okay, es war schon besser. Gut, jetzt gehen wir ganz ruhig ins Skipping. Aber ganz ruhig. Nicht so weit. Vertikale, Oberkörper, vertikale, streckt euch. Strecken. Groß machen. Manche verwechseln immer noch Skipping und Anfersen. Ich habe gesagt, nie so laufen. Becken, Popo. Immer versuchen, Vertikale zu suchen. Jeder Absprung, jeder Laufschritt ist ein Absprung. Ich muss hier sein. Etwas längere und etwas mehr nach vorne bewegen. Aus dem Mann gehen bis zur blauen Linie. Ab blauer Linie diese scherende Fußgelenkarbeit und dann Übergang zum Skipping. Ob die das kapiert? Und jetzt hier. Und jetzt Skipping. Jawohl, jetzt kommt das. Na gut, Skipping jetzt. Hohes Skipping. Und jetzt gib. Nicht schräg. Sind Sie zufrieden? Das ist nicht schlecht. Ja, das ist. Ja, auf 70 ist super. Also, nachdem das zum ersten Mal ist, das sieht nicht schlecht aus. Wirklich nicht schlecht aus. So, aus der blauen Linie. Hochstart. Ihr seid jetzt warm, genug warm, oder? Oder wollen wir ein bisschen Koordination vorher? Lockerer Start. Nur von der blauen Linie bis zur mittleren Höhe. Nicht länger. Einmal links, einmal rechts. Aber jetzt, die Schritte sehen. Fast ein Gefühl des Springens. Etwa mit 60-70%. Wir überspringen Koordinationen, das ist alles okay. Und jetzt wollen wir sehen, die Aufgabe haben wir bekommen. Start von der blauen Linie bis zur roten Hürde, aber mit den riesigen Schritten. Mit den langen Schritten, nicht mit den kurzen Schritten. Ja. Eigentlich ja. Sobald die hier kamen, dann müssen die strecken. Nein, ja, weil das okay war. Die haben es richtig gemacht, ja. Sonst hätte ich Hinweis gegeben. Gut. Schritt, bitte Schritt schneller und ein bisschen länger. Das ist absolut typisch Hochsprung. Umgekehrt wird das andere Bein. Mit nur wenn ihr hier an der Hürde seid, dann müsst ihr noch mehr groß werden. Wenn ihr hier an dieser Hürde seid, noch größer machen. Und Größe kann ich nicht machen, nicht wenn ich hier bleibe, sondern muss mich aufregen. Okay? Und starten. Und jetzt groß machen. Jetzt groß machen. Ist der Hochspringer oder Weitspringer? Das war schon nicht. Und hier? Normale Laufspringer machen. Laufspringer. Bis zu der letzten Höhe, bis zum Ziel, ja? Der Hochspringer oder sind die nur aktive Hochspringer? Geringer Geschwindigkeit.
Arbeit für Sie. Ja. Wie heißt das? Wie heißen die Hochspringer auf Polnisch? Recht, recht. Wir sind gleich bereit zur Kaffeepause. Es gibt natürlich, jede Trainer arbeitet unwahrscheinlich viel schöpferisch, ja. Wir geben jetzt einen Hinweis, ein bisschen zu mixen. Ihr macht jetzt zweimal hinken links, also links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, etc. Ständig wechseln, um zu sehen, wo ist das gute Bein, wo ist das schlechte Bein, wo ist das hohe Reaktivität, wo ist das geringe Reaktivität. Es sind Unterschiede, ja? Es sind Unterschiede von Bein zu Bein, es sind auch Unterschiede von Springer zu Springer. Und nachdem wir diese Unterschiede gesehen haben, Kaffeepause. Immer, pass auf, im Rente noch was. Immer wenn ihr Pause macht, längere Pause, auch im Rente. Oder auch im Training. Immer eine Leine, kann ich springen, wieder hier angehen, weitbeinig in die Hürde springen und so weiter. Hier aber die große, ja. Oh, das können wir gleich hier. Ich werde gleich Absprung, hopp, und weiter, weiter, weiter und hopp. Nein, nein, hier, hier, zu mir bitte. Die Übung, die gleiche Übung, hier geht doppelt und dann wieder angehen und so weiter. Ja? Hier sofort. Sie haben sehr viel Arbeit. Höher springen. Jetzt fange ich sofort Abstrich. Ich gehe auf 2,10 Meter zurück. Weil hier, typisch Hochsprung, ich werde Ihnen dann die biomechanische Analyse von diesem Sprung zeigen, das ist fast Hochsprung identisch. Da ist der Manko. Machen wir noch einmal das Gleiche. Groß bleiben. Muskulatur spannen. Ihr dürft nicht wie die Potato-Sack-Runde sein. Ihr müsst Spannung haben. Ja? Also, ab. Besser, besser. Spannung. Na, die ersten zwei waren gut, die letzten zwei hast du keine Spannung gehabt. Hast du gemerkt? Ja. Da wird sich auch sofort Patella melden. Oder hat sich schon gemeldet? Hat sie gemeldet? Nein, noch nicht. Kommt vielleicht noch. Aber sie müssen so hier landen. Gruppierung, Vertikale, ja. Die landen alle hier und dann gibt es nichts mehr. Dann ist alles überdehnt. Ist nicht kontrahiert, sondern passiv überdehnt. Und diese passive Überdehnung erlaubt keinen neuromuskulären Eigenschaftsentwicklung. Also gruppiert euch, bleibt ihr immer Vertikale. Ja. Habt ihr Gruppierung verstanden? Immer nah an der Vertikale und immer Spannung. Hohe Spannung. Aber hier bis hierher. Und hier drin noch mehr. Also, Spannung. Spannung. Jawohl, Spannung wieder. Noch mehr Spannung. Spannung. Spannung.
Ich muss einen Schritt zurück. Ich habe mich in meiner Methodik etwas geirrt. Horizontal waren die besser als vertikal. Und Hochsprung ist eine vertikale Sache. Also ich muss jetzt zurück. Also ich. Nein, ich will Reaktivität des Fußes sehen. Also wir machen mit Akt, aber die wahrscheinlich sehr. Nur auf dem Fußgelenk. Die gleiche Übung, aber nicht mit den gebeugten Beinen springen, sondern nur mit den gestreckten Beinen springen. Ich hochspringe so schlecht. Und ich kann Ihnen nach dem heutigen Training sofort sagen, warum. Aber ich muss auch sehen. Gruppiere dich. Ganz, ganz still sein. Ganz still sein. Okay, probieren wir das gleiche hier, über diese Hürde. Gestreckt, ja fast. Ausgewichen leicht. Probier es, gestreckt. Ah, nicht. Habt ihr gesehen, wie der abspringt? Hier. Er springt nicht hier raus, er springt nicht mit der Gluteus, sondern er versucht nur hier irgendwie was zu machen. Und sein Körperschwerpunkt ist hinten. Körperschwerpunkt hinten, der Kraftstoß geht nicht an Körper vorbei, trifft nicht den Körper, sondern geht vorbei. Du bist so. Ja. Und du musst so sein, wenn du abspringst. Du musst dich gruppieren. Dann wird dich dein Kraft treffen, nach oben. Wenn du so bist, geht die Kraft hier an dir vorbei. Probier dir nur die zwei Hürden, nicht die anderen. Hohe Geschwindigkeit und groß bleiben. Hier, es ist auch ein kleiner Trick, nicht gleich. Hier anspringen, die Hürde anspringen. Von der gelben Linie springen, hier springen weg. Toll war die. Ja, sicher. Merkt ihr, das ist sein schwacher Punkt. Diese Übung musste er pro Woche 1000 Mal machen. Aber nicht jetzt auf einmal, ja? Sonst macht er nur eine Woche und dann ist weg. Wenn jemand am Boden klebt, zu schnell. Er hatte keine Spannung bei der Landung. Ohne Spannung zu landen, gibt es keine Reaktivität. Deswegen, das hier ist auch eine Pliometrieübung. Angewandte, bessere Pliometrie. Gut, wir korrigieren wieder und machen hier das gleiche einbeinig. Auf die kleine Hürde. Nicht so viel anlauf. Nee, vielleicht. Gut. Gut. Nicht, jawohl. Nach oben. Viel Arbeit bei ihm. Viel Arbeit bei ihm. Gut. Probieren wir hier. Eingeschlafen, ne? Bein. Normal. Normal wäre jetzt Entwicklung aus einer noch höheren Geschwindigkeit und die Hürden bis 1,80, 5 oder 6 Stück einbeinig schwingen zu lassen, um auf 2,25, 2,30 kommen zu können. Weil Sie sehen, horizontal waren die nicht schwer. Horizontal kommen sollte er. Da sind die schwach, relativ schwach. Sowohl in den stärkeren Beinen als auch in den schwächeren Beinen. Was euch fehlt, ist einfach die Möglichkeit, aus der Anlaufgeschwindigkeit nach oben abzuspringen. Sicherlich ist die Sache der Technik. Wenn wir dann später auf die Anlage gehen, werden wir sehen,
was die nicht können. Aber Sie sehen hier schon, die können sich nicht gruppieren zum Absprung. Also die können die Körperteile nicht gerade halten, gruppieren. Ja? Das ist nicht gruppieren, das ist gruppieren. Egal, ob der Körper so ist oder so ist. Aber das ist gruppieren, das ist nicht gruppieren, das ist auseinandernehmen. Und das ist der Hauptfehler beim Allen, das sieht man hier sehr deutlich, bei jeder Sprungübung. Sobald etwas Reaktivität kommt, das heißt, sobald ihr von oben hält und abspringt, bricht ihr zusammen. Und das ist wahrscheinlich der Manko Nummer 1. Wir werden jetzt trotzdem probieren, ob wir hier eine Übung machen können. Felle, wir brauchen nur die Hürde und die Hürde. Ja. Andere nicht. Ja. Der Rest weg. Ja. Der Rest weg, ja. Nehmt ihr bitte auch die zwei Hürden weg. Und versucht hier nur aus dem Anlauf über die Hürde springen, links ab, rechts auf, einen Schritt zwischen der Hürde und wieder links ab, rechts auf. Ein Kehkopf über die Hürde. Kennt ihr die Übung? Anlaufen, springen, landen, einen Schritt machen, springen, landen und so weiter. Probieren wir das hier. Nein, ich wollte links abspringen, rechts landen. Ja, okay? Genau das. Nicht die ist wichtig. Wichtig ist die hier. Vorsicht. Fett. Flexion. Ja. Und er hatte alles anderes gemacht. Ja. So. Probier noch. Noch mehr Geschwindigkeit. Der Abstand ist zu kurz, das ist die Hälfte, was wir haben. Das ist gut, die Variante kommt jetzt gleich. Probier jeden mit seinen Sprungbeinen. Nur Sprungbein. Wenn du Linksbeine bist, alles machst du links. Links springen, links landen, links Schritt, links springen, links landen. Verstanden? Ja. Okay. Probier. Nicht so viel Anlaufgeschwindigkeit am Anfang. Gruppierung plus Vorspannung. Gut. Nur ein Schritt. Gut. Gut, mach lieber deinen Fuß hier. Ja. So. Die Aufgabe. Okay, jetzt laufe deine vier Schritte. Aber laufe. Ja, mach wohl Geschwindigkeit. Ja, ihr seid jetzt gegangen. Und jetzt laufe ich bitte. Ja. Aber, nein, nicht so. Ist zu gut. Er könnte was werden, wenn der lernt. Und weg. Ja, scheiße. Nee, gut, probierst du mit dem schwachen Bein. Etwas ruhiger. Ich habe keins. Ja. Ich habe nie gefragt, probieren wir das starke Bein. Okay. Und Pause, Jungs. Und Pause. Der ganze Fuß beginnt schon zu wackeln. Das ist schon eine... Sofort, der Trainer muss das sehen und muss pausieren lassen. Wenn wir das Licht sehen, dann entstehen die Verletzungen. Vielleicht in der nächsten Serie wäre schon irgendwas möglich gewesen. Deswegen Pause. Wir wollen auch mit Speed schnappen. Der ganze Fuß beginnt schon zu wackeln. Das ist schon eine... Sofort, der Trainer muss das sehen und muss pausieren lassen. Wenn wir das Licht sehen, dann entstehen die Verletzungen. Vielleicht in der nächsten Serie wäre schon irgendwas möglich gewesen. Deswegen Pause.
Wir wollen auch die Spitz strapazieren. Ja. Ihr habt jetzt das gesehen, wir gehen jetzt langsam Richtung Hochsprunganlage. Wir brauchen nur zwei Stände und eine Hochsprunglatte und ihr zieht eure Hochsprungschuhe an. Okay? Und wir bewegen uns auch alle zusammen. Die Matte muss 5 Meter mal 4 Meter haben, Minimum. 6 mal 4 ist besser. Bei dieser Matte fliegt jeder schnelle Springer, der landet nicht mehr auf der Matte, der landet außerhalb. Und da ist wahrscheinlich, warum der holländische Hochspringer so schlecht springt, der Grund. Okay? Also noch schlecht springen. Punkt des Anlaufes, kurzen Anlaufes, zu einem Takeoff abheben. Ich habe den immer aus dem Angehen, nie aus dem Stand. Nie aus dem Stand. So, volle Pulle. Volle Pulle heißt das sehr schnell, sehr kräftig. Kontrolliert ab. Schritte. Da kommen nur 5 bis 6 Meter pro Sekunde, also das wird später sehr langsam. Gut, da kannst du abspringen. Öffne dich nur. Gut, blick nach oben. Um zu machen. Du musst auf einer Linie immer lernen, so zu laufen. Aber seriös, ja? Ja? Du läufst immer so. Es gibt keinen Abschwung so. Es ist unmöglich. Du musst tatsächlich auf einer Linie immer so laufen. Geschwindigkeit erhöhen und gruppiert dich. Gruppiert euch. Also nicht mehr so. Hier bleiben. Im Lauf, im Absprung und im Fliegen. Die ganze Zeit gruppieren. Und noch schneller. Etwas besser. Hast du selbst deinen Fehler gesehen? Ja, ja. Okay. Ich will nur 4 kräftige Schritte. 1, 2. Aber weißt du, was du nicht verstanden hast? Du sagst, ich sage 4, du läufst 3. Und das ist das Problem. Du sollst hier mit dem rechten Fuß, nicht mit dem linken. Ah ja. Okay? Ja, normalerweise habe ich 5 Schritte. Ja, 5 Schritte. Gut, dann nehme hier 7 Fuß und mache 5 Schritte. Ja? Streck dich, gruppier dich. Es ist besser dann so sein. Gut. 8 Schritte oder 9 Schritte, das ist schon für euch zu schnell. Aber hier die 4 Schritte. So lang auch wie möglich. Wir versuchen jetzt die Anlaufgruppierung zum Absprunggruppierung und die Fake-Phase aufzunehmen. Deswegen der Hinweis, so lange wie möglich vertikal in der Gruppierung bleiben. Nicht ausweichen, nicht Schere sofort. So lange wie möglich bleiben. So, link war. Er auch. Okay, jetzt bekommt ihr den Anlaufrhythmus. Hier zu hören und dann zu imitieren. So die Schritte. Und ihr zwei, wisst ihr, was ihr macht? So sollen die Schritte sein. So schnell, so dynamisch. Tap, 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 tap. Probier mal. Auch viel besser. Bei dir war es so. Aber bleibe dann so. Bleibe hier.
auch sehr gut. So, kommt ihr auch ein bisschen her. Wenn man denn zum Beispiel das abbaut, wenn man denn diese Zickzacklauf abbaut, wenn man ihn gruppiert, das heißt natürlich lässt, groß lässt, dann ist alles einfacher. Und das müsst ihr kapieren. Ich sage immer hier, immer wieder hier, schneller, schneller, schneller. Ich widerspreche mich nicht, weil ich gestern gesagt habe, hohe Anlaufgeschwindigkeit und wenig Reaktivität ist ein Fehler. Mit 4 Anlaufschritte können Sie den sprinten lassen, weil mit den 4 Anlaufschritte kommt er auf 6, maximum auf 7 Meter pro Sekunde. Und das kann jeder von denen umsetzen. Die demonstrieren auch. Nur du willst nicht. Ja, das läuft auch nicht gut für mich. Warum? Denn, ja, fürs Gefühl sind die Schritte zu groß. Die sollen auch groß sein, aber die sollen schneller sein. Dann wird es gut. Dein Gefühl drückt dich nicht sein. Dann wird der Absprung kommen. Okay. Wir versuchen jetzt ein bisschen nach oben zu gehen. Wollt ihr 15 oder 15 cm? Ja, du musst es wissen, du bist Hochspringer. Komm. 10 cm, okay. Einverstanden. Wir probieren die jetzt ein bisschen zu reizen. Wer Schere 2,20 springt, der kann 2,40 springen. Sie können in etwa sagen, Schere plus 15 cm ist immer die Leistungsmöglichkeit. Wir sagen bei uns, Schere plus 20 cm, das ist etwas bei uns die Aussagekraft. 70. Der muss auch in der Linie laufen. Ja, nicht kippen. Jawohl! So ist gut. Aber es kann noch schneller werden. So, steigen. Ich brauche 2 Kollegen, die immer die Latte um 5 cm nach oben steigen. Wir machen einen leichten Test. Ja, ja, jetzt. Noch ein Kollege. Er kann doch nicht so gut lesen, Joch. Ich habe 5 verstanden. Ich spann. Ja? Ja, okay. So, 5. Geist. Wer heute auf 1,90 Schere springt, bekommt ein Bier von uns. Oh, ja, von meinem Jung. Ich glaube, groß springt oder auch schon. Er nimmt die Beine auf, ne? Noch etwas größer, dann wird es noch besser. Und nach vorne bewegen. So, der nächste. Schuhinspektion, weil Ihre Athleten haben sehr schlechte Schuhe. Das ist kein Hochsprungschuh. Nein, das weiß ich auch. Das ist kein Hochsprungschuh. Das ist kein Hochsprungschuh. Hier geht Fuß sehr schnell kaputt. Das ist okay. Dein linker ist okay, aber rechter nicht. Ja? Du musst wechseln. Ich habe gesagt, hier muss auch Hochsprungschuh. Auf den anderen Bein, ja? Bei dir das Gleiche. Es muss ein Hochsprungschuh sein. Tempo. 4 Anlaufschritte, beziehungsweise eher 5, deswegen ist der Einzige, der drüber gesprungen ist. Ein Schritt mehr ist sehr viel. 4 oder 5 Anlaufschritte, das ist ein Riesenunterschied. Aber ist gut, ja. Sie können sagen, dass alle, die 1,85 jetzt gesprungen sind, im Moment, mit absoluter Sicherheit, das sind nur 4 Schritte, mit absoluter Sicherheit 2,10 oder 2,15 springen müssen. Müssen. Wir können nachher beim jetzt kurzen Flop auch sehen, wie die Fehler im Flop. Der Abstand von Stelter nach Hausen war 16 Fuß. Er hatte Gefühl gehabt, das ist ihm zu viel. Konnte aber laufen, weil der durch die
weicheren Bogen kann der höhere Geschwindigkeit machen. Wenn der Bogen mehr zu ist, kann der diese Geschwindigkeit nicht laufen. Er muss laufen lernen. Er läuft in der Kurve, macht er eine Zickzackbewegung. Ja? Er muss sehr viel auf die Linie laufen, hier in der Kurve, oder Y-Läufe machen in der Kurve. Er muss in seinen ganzen Anläufen sehr groß bleiben. Sehr, sehr groß bleiben. Du bist im Grunde genommen schon fast ein Hochspringer, aber du hast kein Temperament im Anlauf. Die 4 Anlaufschritte und 5 Anlaufschritte müssen mit der vollsten Geschwindigkeit, mögliche Geschwindigkeit gemacht werden. Immer wo der gut gelaufen war, 70, 75, 80, da hat er keine Angst noch von der Höhe. Dann ist er sehr gut gesprungen. Das gleiche gilt mit dir, du hast nur einen großen Fehler, du gruppierst dich nicht, du bist so im Absprung. Im Absprung musst du dich gruppieren, musst du Vertikale haben. Aus einer Rücklage in eine Vertikale und du bist hier vorne und dann machst du so. Dann nimmst du, kannst du dich überhaupt nicht treffen. Alles geht vorbei. Und ich habe gesagt, er muss viel ruhiger sein im Anlauf, als schnell, aber ruhig. Er ist unkoordinativ, seine ganzen Körperteile bewegen sich frei irgendwo rum, also auch Gruppierung. Bei ihm ist eigentlich ziemlich gut gewesen, der muss sehr viel Kraft noch entwickeln. Kraftwerte, reaktive Kraftwerte. Und du musst auch Mut haben zu laufen. Und mit einer hohen Anlaufgeschwindigkeit springen. Probieren mit dem gleichen Abstand zu springen. Fangen beim 1,80 oder 75 an. Was wollt ihr? 80. 1,80. Gut, die 2 Kollegen, die an der Arbeit waren, gehen wieder zurück an der Arbeit. Gemeinsam analysieren. Ihr habt nur eine einzige Aufgabe, die Fortsetzung der Geschwindigkeit. Überhaupt verstanden wird, was der Hochsprung ist. Es ist ein irre Gedanke, was die Hochspringer uns jetzt demonstriert haben. Es ist, wenn ihr jetzt nicht kapiert, was ich will, dann wird ihr nie Hochspringer werden. Aus einer hohen Geschwindigkeit, mit einer guten Gruppierung des Körpers, im letzten Schritt, im Absprung und in der Abflugphase ist möglich, hochzuspringen. Mit einer hohen Geschwindigkeit der 4 letzten Schritte. Die Schritte sind, ich wiederhole noch einmal, lang, schnell, dadurch dynamisch, werden nicht gesprungen, sondern werden nur gelaufen, nach vorne gelaufen und dann kommt diese Gruppierung, dieses Großmachen, kräftig schnell aufsetzen des Beines und wieder gruppieren nach oben. Ich will nichts anderes für euch sehen, aber das müsst ihr euch jetzt hier schreiben. Kräftig anlaufen, schnell anlaufen, groß sein, gruppieren, abspringen. Nichts anderes. Aber das müssen sie auch verstehen, das müssen die Jungs auch verstehen. Es ist nicht da. Die machen was ganz anderes. Die müssen eigentlich nur das fortsetzen, was die bei der Schere gemacht haben. Gruppieren, beim Flop ist leichter, sich zu gruppieren als bei der Schere. Aber volle Pulle. Lange, kräftige, schnelle Schritte. Und konzentriert. Du bist nicht hier abgesprungen. Du hast dich nicht gruppiert nach oben, sondern hast dich gruppiert nach vorne. Das ist der Fehler. Ja. Gruppier dich hier und gruppier dich jetzt nach oben. Gut, der nächste. Etwas höhere Geschwindigkeit und Oberkörper hier, wenn der auf rechts war, hat er diese Schaukelbewegung des Körpers gehabt. Körper muss ruhig sein. Von rechts auf links ruhig. Es gibt keine Bewegung. Okay?
Er hat eine fürchterliche Bremse und er hat den Arsch die ganze Zeit hinten. Ich muss doch sprechen, vielleicht ist er nicht. Er ist immer hier. Ja, hier. Der geht unwahrscheinlich gut nach oben, aber der bleibt oben stehen. Also der hat falsche Gruppierung. Hier schon, auf rechts. Der ist nicht hier. Du kannst senken, aber nicht so. Noch besser ist es, der senkt überhaupt nicht, der ist zu klein. Auch diese Senken des Körpers, der Punkt des Kopfes, automatisch, soll nicht bewusst werden. Der muss, sonst kann der nicht nach oben springen. Das ist Fehler bei ihm und dann ist das ist Fehler auch. Und jetzt schießt er nach oben und bleibt aber so. Sein Becken geht überhaupt nicht nach vorne. Dein Becken. Sie haben auch gesehen, der ist die ganze Zeit so gelaufen. Der war in der Rücklage vom ersten Schritt bis zum Absprung. Der muss nach vorne laufen. Der ist so gelaufen. Es gibt keinen Absprung. Schnell und nach vorne. Etwas besser, aber haben Sie diese Bewegung, wieder diese Schaukelbewegung bei ihm gesehen? Oberkörper ist ruhig. Er sagt nicht Oberkörper, zu hingenommen werden. Also, er läuft so. Du läufst Vorlage und wenn du hier bist, jetzt nimmst du deinen Körper zurück. Du musst hier schnell werden. Körper ist ruhig, du musst hier kommen. Verstehst du? Ja. Es ist schwierig mit vier Schritten, aber wenn du die groß machst, ist leicht. So, pardon. Er läuft nicht. Seine Beine sind im ganzen Anlauf so. Es ist keine Streckung. Keine Beschleunigung nach vorne. Wenn ich hier nicht strecke, ja, kann ich nicht nach vorne kommen. Okay. Es ist ein Springen. Es ist nicht ein schnelles Laufen nach vorne, sondern es ist ein Springen. Und wo gesprungen wird, kann nicht schnell nach vorne gelaufen. Du fängst an. Seine Korrektur war die frischeste, sollen wir versuchen umzusetzen. Du sollst nur laufen. Körpervorlage und schnell nach vorne laufen. Okay? Du fängst an. Schnell nach vorne laufen, Körpervorlage. Schneller! Viel besser, aber du musst schneller sein. Es gibt einen Fehler bei ihm, das ist der linke Arm. Der linke Arm geht so. Und wir haben gestern gesprochen, der linke Arm geht von der Latte weg. Also der bremst die Bewegung in Abschwung dadurch, dass er mit den Armen nach unten arbeitet, statt nach vorn oben weg. Nach vorn oben, nicht nach hinten unten. Super, jetzt muss er nur die Gruppierung abwarten. Das heißt, er darf über die Latte nicht Taschenmesser machen. Gruppierung bedeutet, ich bleibe in der Parabel. Er war oben in der Parabel, in der höchsten Punkt der Parabel und wollte schon von der Latte weggehen. Gruppierung in der Parabel, ja. In Absprung, Parabel etc. Aber andere was gibt es? Was anlaufen? Die Schritte müssen gleich los. Und was noch? Was? Immer irgendwas im vorletzten Schritt. Du bist gesprungen im vorletzten Schritt. Ja, ja, das sage ich. Die Anlauf muss gleich sein. Ah, so, okay. Alles klar jetzt. Also nur flach. Er ist nicht abgesprungen. Der hat nur das hier gemacht. Sondern ist hier geblieben. Er hat nicht aufgesetzt und sofort nach vorne. Und kommt dann aufgesetzt und ist geblieben. Korrigiere gleich. Nach vorne bewegen. Ich bin gleich noch einmal. Bleib. Ja, nicht so absinken, Becken nach vorne. Weil du absinken so, und ja, immer wenn du in die Toilette gehst. Wie bitte? Ja, Junge, du könntest Hochspringer werden. Du könntest Hochspringer. Geh noch einmal zurück und wiederhole den. Aber du musst Becken auch über die Latte heben. Weißt du, oben über die Latte. Nicht sitzen. Ja, heben. Noch einmal das Gleiche. Und noch was.
mache dich noch größer. Auch hier noch größer. Nicht nur da. Überall groß. Sie sagen Fußstück vom Fußstück. Jawohl, hast du kapiert? Es ist simpel. Geh noch einmal schnell zurück. Noch größer, aber jetzt noch schneller auf. Und was war über die Latte? Über die Latte? Was? Was? Ja. Schneller. So ist, Junge, das ist schon Hochsprung. Okay. Was? Deine Marke hier, Fresse. So schnell muss es sein. Die ersten zwei Schritte gut, aber dann pack. Wir nennen das negative Steigerung, wo die Geschwindigkeit abnimmt, wo die Geschwindigkeit zunimmt. Na, haben wir noch zwei hier, dann können wir zumachen. Kräftig. Noch kräftiger. Und noch größer. Noch kräftiger, aber noch größer. Nein, du musst ganz schnell kommen zur Marke, ja? An der Marke sehr schnell sein. Da streck dich, pass auf. Ihr könnt jetzt hier leichte gruppieren lernen. Ihr könnt jetzt, weil das sind nur zwei Schritte, ja? Jetzt könnt ihr nicht so viele Fehler machen. Seid ihr hier groß, hier links, hier rechts und nach oben. Nichts anderes, sind nur zwei Schritte. Das. Die könnt ihr sehr leicht machen, simpel machen. So. Ja, aber du bist zu langsam gewesen, ja? Das sind so brutal, die zwei. Das sind die brutalsten in der gesamten Anlauf. Laufen musst du. Der erste Schritt war sehr, sehr schlecht. Der erste. So, hier. Den Abschwung nur groß machen. Ja, das ist sehr gut. So, und jetzt baut ihr die Phase, was der gemacht hat. Der war groß im Abschub und jetzt beim Hochsteigen hat er noch einmal Becken gedrückt. Jetzt probiert ihr das alle noch einmal. Du springst noch einmal, ja? Über die Latte, im Abschub, über die Latte noch einmal wieder. Becken nach oben gehen. Wieder Becken nach oben. Und er springt mit. Mit einem hohen Becken, genauso wie du gemacht hast. Verzögert. Über die Latte. Das ist sehr gut. Also komm. Hast du kapiert jetzt, was Hochsprung ist? Okay. Das kommt zu nah und das fliegt auch raus. Pass auf, du bist der Längste, ja? Du bist der Längste und du warst hier. Ja, schreibe. Gut? Du musst treffen, ja? Du musst was machen, du musst was hier treffen. Nein, du musst schnell treffen sein, mit zwei Schritten. Das ist das ganze Geheimnis. Das. Verzögern, ja? Nein. Guck mal, das ist nur eine Bremse, was du machst. Du bist hier, okay, aber hier bist du unten und jetzt bremst du vor. Ich bleibe, schau mich an. Mein ganzer Kopf. Bleib so groß. Ganz simpel. Simpel. Vertikal aber nach vorne. Vertikal aber nach vorne laufen. Warum? Der war super. Warum hast du ihn abgebrochen? Ich bin wieder vorgekommen. War fantastisch. Wie hebt ihr hier das Protokoll? Hast du gedacht, das ist wieder falsch? Ja. Geheimnis des Hochsprungs gesprochen haben, die letzten zwei Schritte. Gibt es auch diese Übung, Springen mit zwei Schritten? Das sind etwa 14 Fuß von der Absprungstelle, zwischen 12 bis 14 Fuß von der Absprungstelle im Bogen. Die Springer dürfen aber nicht von hier anlaufen, sonst entsteht eine geradlinige Anlauf, sondern müssen von hier anlaufen. Die kommen hier und dann sind in der Kurve. Ja. Merkmal 1, Merkmal 2. Die beiden Schritte sind sehr schnell zu laufen, aber nicht zu springen. Nur sehr schnell zu laufen,
mit hohem Becken, mit der schon Gruppierung. Der Absprung ist auch mit der hohen Gruppierung, weil das ist simpel, das sind nur zwei Schritte. Hohe Gruppierung, selber, du hast mich mit der Kaffee in der Hand. Mit der hohen Gruppierung aufsetzen hier, hohe Gruppierung und der Arm geht jetzt so hier. Der Arm geht nicht da, der Arm geht hier an Latte entlang. Und dann über die Latte noch einmal diese Verzögerung mit dem Becken. Die zwei demonstrieren, wir gucken alle, dann gehen wir auf die andere Seite, dann gucken wir die Gruppe an. Springen, zurücklaufen, springen, zurücklaufen, springen, zurücklaufen, 5 Minuten lang. Streck dich schneller, springe schneller ab. Er verzögert nicht, er gruppiert sich noch nicht. Ich habe gesagt, er macht Tiefspringe statt Hochspringe. Er arbeitet jetzt von linken, sein Schwungbein, von links auf rechts überhaupt nicht mehr. Es ist passiv. Deswegen kommt er über die Latte nicht mehr. Entweder der ist müde oder er kann sich nicht konzentrieren. Und jetzt schwinge mit der Schwungbeinknie hierher. Und mit dem Arm auch hierher. Weiter. Sehen Sie diese Bewegung des Oberkörpers und Beckens nach vorne. Einmal. So müsste eigentlich sein, dass der von der Rücklage, aus der Rücklage in den Vertikale kommt. So, schwinge. Der Fehler bei ihm in der Gedanke ist, Kopf hoch. Der Fehler ist, dass der nicht hier ist. Der müsste so hier sein. In dieser Phase, Arm ist vorne jetzt schon. Der Arm ist hinten. Und jetzt mit der Schwungbein nach vorne. So müsste der sein. Wenn der diese Gruppierung schafft, er ist 1,96 groß, die Latte ist nur 1,80. Mit seiner Sprungkraft, was der jetzt hat, muss der mit zwei Schritten 2 Meter springen. Von seiner Größe her allein. So. Das war der beste Sport, oben zu arbeiten. Also nicht aufsetzen und sofort vom Boden weg, sondern versuchen, wenn ihr aufgesetzt habt, lang nach oben zu arbeiten. Aber schnell. Lang ist nur Raum, die Geschwindigkeit ist aber sehr schnell. Okay? Das war sparsam, aber sehr gut. Der hat nur seinen Arm hier. Und der Arm steuert die Bewegung nach oben. Er steuert seine Bewegung nach unten. Für ihn speziell in der Halle, Basketkorb oder am Platz, Stabhochsprunganlage, oben die Latte stellen und immer wieder laufend abspringen, hoch mit dem Arm, dass du den Arm erlernst. Laufe, beweg dich nach vorne, war besser als vorher, aber beweg dich nur nach vorne und dann lang in Absprung schwingen, arbeiten. Hier, ganze Zeit so. Zum Weihnachten bekommst du von deinen Kindern sicher entweder einen Stuhl zum Sitzen oder Toilettendeckel. Jetzt lauf einmal so, guck mal. Laufen die 2 Schritte so. 2 Meter. Du hörst nur auf mich, ja. Das interessiert dich nicht. Etwa ein halbes Schritt, ja. Und noch schneller. Noch schneller. Du hast noch 2 Versuche, ja. Jetzt musst du nur noch ab. Schnell bitte. Warte noch ein bisschen. Habt ihr gemerkt, ja? 1,90 sehr hoch gesprungen. Und jetzt diese psychische Schraube im Kopf. Jetzt macht ihr nichts mehr. Jetzt wartet im Atem nicht und verzögert über die Latte.
Was? Ein Bier? Wäre fast gewesen, bis hier steht und mach mal Fall mal so und erst dann beginnt er. Und du machst immer so. Schulter auf. Nein, noch nicht.